Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal mache ich ein Tutorial, wie man sich für Minecraft 1.7.9 ein Texture Pack installiert. Ist eigentlich ungewohnt für mich, dass ich Tutorials mache, aber ich habe mir gedacht, oh, wenn jemand das nicht weiß, kann ich ihm das beibringen. Ja, okay, beibringen ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, ich suche jetzt einfach mal nach dem Minecraft Media Texture Pack. Also ich kommentiere das nach, nicht wundern, dass das im der Aufnahme ein bisschen verspätet kommt. So, jetzt bin ich hier auf dieser Internetseite. Ich habe die nicht ganz gepeilt, weil ich ein bisschen dumm bin. Ja, so. Dann scrollt man da drunter. Falls ihr dasselbe Texture Pack haben möchtet, könnte ich das auch in die Beschreibung packen. Scrollt ihr da drunter, klickt auf 1.7 oder 1.6. Kommt drauf an, welche Version ihr haben wollt. Downloadet euch das. Dann werdet ihr weitergeleitet auf einen Mediafire-Link. Ich habe den Download rausgekattet, das hätte 5 Minuten gedauert und das wollte ich nicht unbedingt in der Aufnahme drin haben. So, gleich dürfte man den Cut sehen, weil ich habe meine Maus dabei bewegt. So, gleich. Ja, hier. Parallel. Und dann auf einmal ist es wieder da. So. Dann schließe ich das auch gleich wieder. Ich wollte nur gucken, ob es da ist. Dann geht hier unten links, also in die Taskleiste, und gebt ihr in dieses Suchdings ein, das ist %AppData%, so wie man es auch dort sehen kann. Dann findet ihr einen Ordner, nämlich den Roaming-Ordner. Den öffnet ihr und geht in die .Minecraft, der Rest ist vom Technik-Launcher. Dann geht ihr in den Resource-Packs-Ordner und zieht dort einfach nur die ZIP-Datei rein. Wenn das nicht gehen sollte, müsst ihr die entpacken. Ich habe es in dem Video auch entpackt. Nur ist eigentlich unnötig. Also müssen wir uns kurz das Entpacken angucken. So, das entpackt ein bisschen, ja. Ja, es entpackt. Los, entpack, 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 entpack. So, jetzt geht's. Schnell und entpackt. So, jetzt starte ich auch gleich wieder Minecraft. Hier. Ich habe da noch mal einen kurzen Cut drin. Und jetzt bin ich Minecraft, ja. Resource-Pakete, geht ihr in den Ordner rein, zieht dann, also geht auf diese kleine Häkchen neben dem neuen Texture-Pack und dann klickt ihr unten auf Fertig. Ist bei mir nicht drin, habe es auch rausgecuttet, weil ich habe einen bestimmten Bereich aufgenommen. Und dann, bei mir schmiert Minecraft immer ab, wenn ich das Texture-Pack wechsle, also nicht wundern, das dürfte bei euch nicht passieren, außer das ist ein Minecraft-Fehler. So. Dann ist das dort auch fertig. Und dann geht nur in-game. Ja, ich habe kreative Namen von den Welten. Und dann geht das Texture Pack. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, das bei euch nicht funktioniert, addet einfach mein Skype-Dings, das ist bei meinem Kanal-Trailer drin. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir eine positive Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video von mir. Ciao.